unterschiedliche Ausführungen, Größen, Farben, Materialien gibt und dass man schön kombinieren kann, so dass es auch schlüssig ist. Und so ist dieser Schlüsselbund auch entstanden. Wir haben uns gedacht, wie stellen wir am besten dar, dass Vielfalt und gemeinsam Hand in Hand gehen? Das Plakat vom Konzept her ist anders gedacht. Es war nicht einfach nur ein Symbol von Gemeinschaft. Es war mehr als eine mit einer Vision von Progression gedacht. Die Idee dahinter war, den Schlüssel als Symbol für etwas Öffnendes zu verwenden. In der Stadt ist es oft so, dass die Türen verschlossen bleiben und dass die Menschen unter sich sind. Wir wollen tatsächlich wirklich was bewegen. Die Menschen, wenn die das sehen, sie einfach auf die Idee klarkommen, dass, um sich herumzuschauen und Menschen kennenzulernen, offener sein. Für mich ist es schön, wenn ich die Möglichkeit bekomme, soziale Themen kreativ sichtbar zu machen. Dass man die Gesellschaft ein bisschen aufrüttelt oder versucht, Tabus zu treffen, aber mit positiven Sujets, mit schönen Geschichten und nicht mit dem Zeigefinger immer darauf hinzuweisen, dass alles nicht funktioniert, sondern eher darauf zu schauen, was funktionieren kann und wo wir uns hinbewegen sollten. Von Nehmen und Geben einander fängt es an, dass wir einfach die Kultur nicht nur einfach verkörpern und als einzige Wahrheit nehmen, sondern miteinander kombinieren und ein neues Konzept entwickeln von dem Gesamten. Ich bin Musiker, die Thea ist eine Designerin und Marlene ist eine Fotografin. Die drei symbolisieren und darstellen Kunstwege sozusagen. Es ist dann irgendwie automatisch entstanden, das war gar keine Frage, dass wir als Team auftreten und gemeinsam uns Konzepte überlegen. Drei verschiedene Köpfe in einem Projekt, das öffnet neue Wege. Ja, da wir alle drei aus kreativen Berufen kommen und uns eben zusammengetan haben, hat das eigentlich die perfekte kreative Komponente ergeben. Gemeinsam sind wir auch mehr. Das war auch die Hauptidee von dem Plakat.